Habi Deri, was gibt es Schönes im Frühsommer, wie ein bisschen im Wald spazieren zu gehen, richtig in seinem eigenen Wald spazieren zu gehen. Ich bin heute bei mir im Wald. Heute gibt es einmal wieder ein bisschen einen Wurstsalat und zwar mit Waldgeschmack. Ich werde heute keine schwere Arbeit machen, denn bei den Temperaturen schwitzt man immer recht schnell und da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, ich werde heute keinen Baum umschneiden. Naja, einen vielleicht. Darum habe ich auch meine Schnittschutzuniform an. Da vorne ist nämlich einer umgeflogen, eine Pappel. Und die werde ich zur Seite rammen, denn ich bin nämlich gerade am Mulchen. Das Gras ist mittlerweile so hoch gewachsen, dass man fast nicht mehr durchkommt. Ein kleiner grüner Teufel habe ich dabei und der Sichelmulcher hängt dran. Da habe ich schon mal ein wenig angefangen, da habe ich schon mal ein bisschen durchgemulcht. Ich möchte probieren, dass ich da das Biotop mulch, wobei ich nicht glaube, dass das der Sichelmulcher da packt, denn die Brennnesseln sind schon größer als ich und jetzt bin ich schon 1,98 m. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Brennnesseln sind. Da um die Pappel. Die ist da angebrochen. Ich weiß nicht, ob das ein Baum oder bloß ein Ast ist. Ich glaube, dass das ein ganzer Baum ist, was da angebrochen ist. Da habe ich schon ein bisschen drum herum gemulcht. Ich werde jetzt dann erst einmal ein bisschen zerlegen. Und ich glaube, jetzt Pappel ist jetzt nicht so das Mega-Holz und das ist ja bloß so ein armdicker Zeug. Das werde ich ein wenig losschneiden und da in die Seiten da reinschmeißen. Dann kann ich es da in dem Gestrüpp vermodern. Also richtig schnell das Moped her, hock meinen Helm auf, dann schneide ich die zuerst einmal klar und dann mulche ich weiter. Bevor ich aber jetzt angreife, muss ich zuerst noch was gehen, diese lästigen Beißfliegen durch, weil jetzt ist schon wieder so warm, dass die schon wieder aggressiv werden und kaum bleibt man ein paar Minuten stehen, geht schon wieder los. Da habe ich vor einem Jahr einen super Tipp gekriegt. Ich habe das jetzt die ganze Zeit schon, also letztes Jahr und heuer auch schon getestet und jetzt kann ich es euch empfehlen. Ich habe mir bis zu dem Moment immer mit Ballistol stichfrei eingeschmiert. Das kann man auch für die Kinder hernehmen, darum haben wir das gehabt. Das hat bei mir immer eine halbe Stunde geholfen mit dem Schwitzen und so und dann war es wieder vorbei. Dann ist der ganze Krampf wieder von vorn losgegangen und da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, kauft ihr doch das Tamtam Fed. Ich habe dann geschaut, Tamtam Fed ist eigentlich für Pferde gedacht. Naja, da war ich ein wenig skeptisch, aber ich habe mir gedacht, ich probiere es trotzdem und habe mir das Tamtam Fed bestellt. Wen es interessiert, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Ich habe mir so ein, was ist das, ein halber Liter in so einer Pumpflasche, aber ich fülle mir das immer in so einer kleinen, so ein Deo-Sprüher ist das, der Ballon. Da habe ich mir das Tamtam-Fed reingespült. Das ist also eine weiße Flüssigkeit, ist auf natürlicher Basis, also da ist kein Gift drin. Ich glaube, der Hauptbestandteil ist Eukalyptus und Geranienöl. Nagelt es mir aber nicht fest, ich weiß nicht genau. Ich weiß bloß, es sind nur natürliche Stoffe drin. Von dem her spritzt man sich da kein Gift drauf. Ich spritze mir das auch nicht ins Gesicht, weil da bin ich ein wenig, ja, da bin ich ein wenig skeptisch, ob das im Gesicht, nicht, dass das als Brenner anfängt. Aber ich spritze mir das da an den Hemdkragen hin und da an die Arme spritze ich mir damit ein bisschen ein. Und ich kann euch eins sagen, das ist am Anfang ein wenig gewohnheitsbedürftig, weil das riecht echt laut. Aber einmal eingespritzt und du hast den ganzen Tag deine Ruhe. Stinkst zwar wie ein Iltis nach Geranien, aber die Beißfliegen sind weg. So, und jetzt tue ich meinen Helm auf, lasse mein Moped an und dann lege ich die Pappel. Pappel ist jetzt weg, zum größten Teil zumindest. Da sind jetzt noch ein paar kleine Äste drin, aber das packt der Sichelmulcher auch. Das ganze Zeug habe ich jetzt dann übergeschmissen. Das lasse ich einfach hängen. Das fliegt schon irgendwann einmal runter. Das stellt keine Gefahr da, weil da geht sowieso keiner rein. Das sind lauter Schlehen, also Schleiern und Brombeeren. Also wer da reingeht, ist selber schuld. Ich werde jetzt weiter mulchen und wer jetzt sagt, ja, warum hast du jetzt die Pappel davon überhaupt weggeschnitten? Ich mit meinem Schlegelmulcher, ich hätte klar gehauen und lauter Hackschnitzel gemacht. Ja, mit dem Schlegelmulcher geht das wahrscheinlich, aber mit dem Sichelmulcher geht das glaube ich nicht. Ein Sichelmulcher, wer ihn nicht kennt, ist eigentlich bloß wie ein großer Rasenmäher.
Der hat da unten, ich hoffe, dass man es erkennt, so müsste man es erkennen, der hat da unten drei Messer drin, wie ein Rasenmäher. Und der mulcht halt das mit den Messern zusammen. Die haben zwar frisch geschliffen, also die sind relativ scharf, aber ich glaube nicht, dass die einen Baum zusammen häckseln kann. Darum habe ich die Pappel da vorne weggeschnitten und jetzt kann ich da sauber rummulchen. Also, auf geht's! Fertig mit Rasenmähen, ich zeige euch schnell, was ich alles gemacht habe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das Biotop da jetzt stehen lasse, weil das sind jetzt hauptsächlich Brennnesseln und da haben so viele Schmetterlinge drin, die wollte ich jetzt hier Heimat nicht wegnehmen. Darum lasse ich das jetzt stehen, das mulche ich dann wahrscheinlich im Herbst. Danach habe ich so eine Spur gemulcht, da unten um den Baum rum. Da drehe ich mit dem Bulldog, wenn ich mit dem Kipper herin bin, drehe ich da immer um. Da habe ich ein bisschen so einen Wendeplatz frei gemacht. Dahinter habe ich gemacht. Und da vorne, da rüber und da rein zu dem Hochsitz habe ich ein wenig frei gemacht, dass wenn der Jäger dann aufhocken will, dass er da hinkommt. Da ist die Zufahrt zum Wald her, da habe ich gemacht. Und da ins Biotop rein habe ich auch eine Spur gemacht. Das ist jetzt genau in der Flucht vom Hochsitz, dass wenn er da was schauen will oder was schießen will, dass er da ein bisschen so eine freie Bahn hat. Dahinter, da habe ich auch so einen Weg gemacht und da rechts rein. Da bin ich auch zweimal reingefahren. Das ist auf der anderen Seite vom Biotop. Dass wenn man da wirklich mal hintergehen möchte, dass man da durchkommt. Da hinter, genau. Da, das geht bis da rein. Da vorne, da stehen ja die großen Buchen. Und wenn ich schon herum bin, dann kann ich ja gleich schauen, wie es meiner Anpflanzung von 2015 geht und wie es dem Zaun geht, den wir heuer im Frühjahr gebaut haben. Ich habe vorher schon mal ein wenig geschaut, also der Zaun steht noch. Und die Wildsei haben auch nicht hochgekommen, anscheinend ist nichts drin, was sie wollen. Aber jetzt gehe ich mal davor und dann schauen wir uns das einmal genauer an. Das ist die Fläche, wo wir 2015 wieder aufgeforstet haben. Da haben wir ein riesen Käfernest gehabt. Das waren lauter so Fichten im Stangenalter. Die waren alle so um die 40 Jahre alt. Es ist genau ein Dober, also 3.500 Quadratmeter ungefähr. Grob geschätzt jetzt, oder grob gesagt. Davon hat der Käfer innerhalb von 3 Monaten die Hälfte zusammengefressen.
Das war da das Eck davor komplett. Und da unten das ganze Stickel. Das geht jetzt da ungefähr, ja, also ich darf sagen, 40 Meter ungefähr geht das da runter. Das hat er alles zusammengefressen. Da hat er dann ein bisschen weiter gemacht, die Jahre später. 2014 war das mit dem Käfer, im August ungefähr. Das ist dann gegangen bis September oder Januar. Und das Jahr drauf, also von 2015 auf 2016, haben wir da wieder aufgeforst. Wir haben da neu gepflanzt Bergahorn, Sommerlinde, Elsbeere, Vogelkirsche. Genau. Die Ahorn machen sich mittlerweile recht gut. Die haben jetzt so, ja, ich würde mal sagen, so knappe 4 Meter hoch. Die gingen jetzt oben schon langsam auseinander und machen dann Schatten. Die waren die letzten 3 Jahre waren das bloß immer so Stängel, wo links und rechts Blätter dort gekickt sind. Da haben wir recht viel ausmachen müssen, aber seit 2 Jahren mache ich da drin gar nichts mehr. Man sieht da, das glaube ich ist also eine Maulbeere oder was weiß ich, was das ist. Genau kenne ich mich da nicht aus. Es geht ziemlich viel anders, zeigt mir auf. Es gingen auch ziemlich viel Eichen. Ich habe ziemlich viel Eichen, also Naturverjüngung, Eiche. Keine Ahnung, wo die herkommt. Also eine große Eiche steht da eigentlich nirgendwo. Die ist ganz weit weg. Ich denke, dass das die Eichkatzel irgendwie anziehen. Wir haben da auch mal ein paar reingestrahlt und da sind auch ein paar aufgegangen. Eine Esche haben wir reingepflanzt. Nach der Esche schauen wir jetzt einmal, wie es der geht. Mittlerweile ist das da auch wie in einem Urwald, wie man da reingehen will. Das ist alles so dicht gewachsen. Da haben wir so Heckenrosen und Brombeeren und Kratzbeeren. Aber es ist halt einfach so, wenn man nicht mehr mäht, dann hat man halt einfach das Problem. Aber ja, ich glaube, meine Esche hat es nicht überlebt. Die ist eigentlich, ich habe die rausgepflanzt, da war die ungefähr so groß. Und die hat eigentlich ziemlich gut Gas gegeben immer. Aber jetzt sieht man, ja. Also für Eschen ist der Boden anscheinend nichts, weil die ist jetzt kaputt. Schade. Arme Esche. Ich habe mich da eigentlich immer gefreut, wenn ich rübergefahren bin, dass ich die Esche da wachsen sehe. Aber jetzt, meine arme Esche. Ja. Ich werde noch ein paar rüberpflanzen. Ich habe daheim einen Haufen. Wir haben beim Nachbarn drüben Esche, die sahen sich recht freudig aus. Da werde ich ein paar ausziehen und dann probiere ich es vielleicht an einer anderen Stelle. Vielleicht weiß ich da vorne ein wenig zu drucken. Da unten ist ein bisschen eine nassere Stelle und da oben ist auch ein bisschen feuchter. Vielleicht mag es ein bisschen feuchter. Dann probieren wir es halt woanders einmal. Irgendeine Esche bringe ich schon groß. Da im hintersten Eck, da ist ja immer recht viel Schatten, da habe ich mir eine Nordmann-Tanne eingepflanzt, weil die Elsbeeren, die habe ich sonst nirgendwo gekriegt bei uns in der Baumschule, die habe ich dann im Internet bestellt. Und bei dem war es ja so, dass wir ab 100 Euro Versandkosten frei waren. Und die Elsbeeren haben nicht ganz gelangt, um über die 100 Euro drüber zu kommen. Da habe ich gesagt, komm, tu mir irgendwas mit rein, was du noch hast. Und das war halt die Nordmann-Tanne. Und die macht sie aber gut. Das war also ein kleines Stopserl. Mittlerweile treibt die da recht schön an. Da vorne ist nur mal irgendwo eine. Ich schaue mal, ob ich es finde und dann zeige ich euch die auch. Irgendwie finde ich sie jetzt nicht. Die ist da vorne irgendwie in dem Dschungel drin. Irgendwo wird schon wachsen. Vielleicht, dass wir es im Herbst einmal anschauen, wenn das ganze Brombeerzeug ein wenig zurückgeht. Aber was ich jetzt gefunden habe, ist da eine kleine Kiefer. Also Kiefer habe ich nur eine einzige. Die steht da ganz vorne. Eine richtig große Kiefer. Ich weiß nicht, ob sie die bis daher ausgesammelt hat. Da steht eine kleine Fichte, Naturverjüngung. Die Kiefer, die ist auch wild gekommen, also die ist von allein gewachsen. Freut mich, dass da sogar Kiefer wächst. Fichten-Naturverjüngung haben wir da auch wirklich erheblich. Die kommt da überall so ein bisschen dazwischen raus. Das macht halt einfach der Zaun aus, dass die auf die Hecke kommen kann. Da vorne habe ich eine kleine Eiche, die ist auch von selber gekommen. Da. Die ist mittlerweile auch schon fast einen Meter groß. Da drüben wächst da irgendwo eine Eiche raus. Die ist auch von allein gekommen. Ich glaube, dass das eine Kirsche ist. Ja, das ist eine Kirsche. Die habe ich nicht gepflanzt, die ist von allein gekommen. Da haben wir auch eine kleine Eiche. Die ist von allein gekommen. Da haben wir eine Eberesche, die ist von selber gekommen. Und da drüben, da ist sogar ein kleiner Bergahorn. Der ist auch von der Lohr gekommen, den habe ich auch nicht gepflanzt. Da herum, da steht ja nur eine richtig schöne Eiche. Daneben gleich eine kleine Fichte. Und da kommt nur eine kleine Eiche. Also das zieht sich da überall komplett durch. Überall kommen so kleine Naturverjüngungen. Und das passiert erst, seit ich darin nicht mehr mache.
Ich habe mich irgendwann vor zwei oder ist glaube ich schon drei Jahre her, habe ich mich dafür entschieden, dass ich nicht mehr mache. Das Einzige, was ich mache, dass ich im Winter, bevor der Schnee kommt, wenn wir einen Schnee kriegen, dass ich durchgehe und die Brombeeren, die wachsen so zwischen die Ostgabeln durch. Und dann, wenn der Schnee auf diese Brombeeren drauf fällt, dann zieht die Brombeere den Baum runter und die zwicke ich durch mit der Zwickschau und mache mir halt ein paar so Gangerl durch, dass ich durchkomme. Aber das war's dann auch. Den Rest lasse ich einfach stehen. Man sieht es auch, dass man da eigentlich momentan gar nicht wirklich durchkommt. Das ist so ein richtiger Dschungel. Aber ich finde, dass das dem Wald gut tut. So viel unkontrollierte Naturverjüngung, da ist nur eine Eberesche. Die kriegst du halt nur, wenn du nicht machst. Wenn du da jetzt immer alles planierst, zwischen die Bäume, die du gepflanzt hast, dann wächst dazwischen nie irgendwas. Das hast du wirklich nur, wenn du das alles stehen lässt. Die Bäume, die setzen sich mit Sicherheit irgendwann durch. Also die sind so radikal. Wenn die oben rausspitzen und ein bisschen ein Licht kriegen, dann setzen sie die durch und in kürzester Zeit haben die Brombeeren dann auch weg. Wir könnten jetzt, na, da komme ich nicht hinter. Ich zeige es euch oben bei den Kirschen. Darum bei den Kirschen ist nämlich jetzt so, die haben oben schon so eine große Krone gekriegt, die stehen ja da hinten in einer Reihe, dass da unten eigentlich bloß noch ein paar Brennnesseln stehen und die Brombeeren wirklich komplett zurückgegangen sind. Da wächst keine einzige Brombeere mehr. Was aber da jetzt total ekelhaft ist, das ist das komische Pappgras. Das ist das Zeug da, ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat wie so Widerhaken dran und das, wenn du dann Klamotten hinkriegst, das ziehst du einen Meter weit mit dir mit, bis du dann irgendwann einmal merkst, dass du so einen ganzen Busch hinter dir nachziehst. Da das pappt sogar an die Finger dort. Das hat wie so kleine Widerhaken dort. Also wer das kennt und weiß, wie das heißt, der schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie gesagt, das hat da so richtige Widerhaken dran. Das bleibt überall hängen. Jetzt bin ich da in der Fläche, wo wir im Frühjahr den Zaun rund gemacht haben. Meine Mama und ich, wo ich gesagt habe, wo die Reich sogar die Fichten, die Naturverjüngung von der Fichte verbissen hat. Und da habe ich letztes Mal mit den Kindern schon ein bisschen geschaut. Also man findet immer wieder kleine Fichten, die ja jetzt im zweiten Jahr schon austreiben. Da, das ist jetzt, ja, wir haben da recht viel Springkraut. Und da vorne ist das ganze Papp groß. Da tut sich die Fichte jetzt wahrscheinlich auch schwer, dass sie sich durchsetzt. Das war halt zuerst nicht so extrem, weil die Räder recht aktiv waren. Aber da auf der Seite noch, wo ein bisschen mehr Schatten ist, da kommen jetzt schon überall kleine Fichten. Ja, bloß wenn man sucht, dann findet man es irgendwie nicht. Ich schau mal, wenn ich eine finde, dann zeige ich es euch. Also da ist eine, die ist jetzt schon im zweiten Jahr. Da ist eine, die ist einmal verbissen worden, glaube ich, aber die treibt trotzdem wieder aus. Da vorne wird es dann immer mehrer. Das erkennt man jetzt nicht, wenn es so viel grün ist. So, eine, da ist eine, da, da, da. Also ich glaube, dass das schon was gebracht hat jetzt mit dem Zaun. Da sieht man eine, die gibt jetzt richtig Gas. Die hat jetzt schon gute 5 oder 6 cm Zuwachs gekriegt dieses Jahr. Und auch unsere kleinen Kastanien können jetzt wieder wachsen. Die haben nämlich auch immer verbissen worden. Da haben wir nämlich mit den Kindern Kastanien eingesteckt. Auch da ist eine kleine Kastanie und gleich daneben wächst auch nochmal eine. Eine kleine Buchennaturverjüngung kriegen wir da jetzt schon langsam. Das ist zuerst gar nicht auf die Hecke gekommen, das ist alles radikal verbissen worden. Da wächst sogar eine kleine Linde, die ist von selber gekommen, die hat keiner gepflanzt. Und natürlich findet man hin und wieder mal eine kleine Eiche, die kommt von selber. Und letztes Mal habe ich sogar irgendwo einen kleinen Nussbaum gefunden. Jetzt finde ich natürlich einmal wieder nicht, weil jetzt hat er sich irgendwie gut versteckt. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das die richtige Entscheidung war mit dem Zaun, weil man merkt jetzt, dass sich da was tut. Es dauert jetzt nur ein paar Jahre, ich werde euch da immer wieder mal ein Update geben, wie es ausschaut, was da jetzt auf die Hecke kommt. Aber jetzt kann die Naturverjüngung einfach ungestört das tun, was es am liebsten tut, nämlich wachsen. Und jetzt gehe ich dann über zu dem anderen Zaun und dann schauen wir uns an, was sich da dabei tut. Mein kleiner Teich ist ja mittlerweile komplett austrocknet. Da war ja da bloß immer so kleine Pfützen drin, die ist jetzt komplett weg. Da sieht man auch, dass die Erde lauter Risse hat. Ja, da merkt man halt, dass es schon lange nicht mehr geregnet hat bei uns. Auf der anderen Fläche, wo ich eingezeit habe, schaut es jetzt so aus. Ja, wie man sieht, sieht man nicht viel außer grün. Ich habe da mittlerweile jetzt noch gar nichts abpflanzt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, seitdem dass ich irgendwas ausgrabe und da drüben einsetze. Die Brombeeren wachsen recht fleißig. Und da drüben habe ich ein bisschen Probleme mit dem Farn. Ich glaube, dass das ein Adlerfarn ist. Den taugt es da anscheinend ganz gut. Und jetzt, seitdem dass da kein Baum mehr stehen,
Jetzt fängt da richtig das Schießen an. Da unten ist alles voll mit Farn. Den haben wir halt früher Dreh immer zusammen gefressen. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Unten wachsen ein paar Brennnesseln. Aber Baum sehe ich jetzt noch kein. Ich werde die Flächen jetzt entweder komplett sich selber überlassen und schauen, was von allein kommt. Oder ich pflanze vereinzelt Baum rein und werde es mit Stecker markieren. Oder dritte Möglichkeit, ich maße komplett ab und pflanze in Reihen und Pflanzabstand da Baum rein. Das habe ich aber, wie gesagt, noch nicht entschieden. Was ich mit den Flächen jetzt genau mache, das entscheide ich dann heuer im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr. Jetzt schaue ich erst einmal, was die von selber kann und was da von selber kommt. Der Zaun ist aber immer noch in einem sehr guten Zustand. Ich bin einmal rumgegangen und habe kontrolliert. Also die Wildsäue haben noch nichts unterbuttelt oder den Zaun hochkommen, dass da reinkommen. Anscheinend ist da echt nichts drin, was für die interessant war. Oder sie finden außenrum so viel, dass sie jetzt da nicht unbedingt rein müssen. Aber ich habe jetzt unten den Zaun noch nicht fixiert. Der liegt jetzt einfach bloß unten auf dem Boden auf und geht halt unten nach außen, dass jetzt da keiner reinkommt. Und wenn einer drin ist, dass er wieder rauskommt. Aber ich bin recht zufrieden. Und jetzt, wenn der Zaun da unten einmal mit dem ganzen Kraut und mit den Brombeeren fest verwachsen ist, dann kann man die Sicherung, glaube ich, sowieso sparen, weil dann heben sie ihn eh nicht mehr auf die Hähe. Jetzt habt ihr die Flächen auch gesehen. Und wie ihr es gesehen habt, habt ihr nicht viel gesehen, weil nicht viel passiert ist. Wird alles kommen zu seiner Zeit. Ich habe sowieso gelernt, im Wald, da geht nichts schnell. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und ein bisschen abwarten können. Und das tue ich jetzt bei derer Flächen. Ich werde jetzt einfach mal schauen, wie sich das da ergibt und was da so passiert. Und in den nächsten Vegetationsperioden, da werde ich dann schauen, was ich da unternehme. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich finde es immer wieder gigantisch, wenn ich da im Winter herum bin zum Holz machen und schaue mich da um, dann denke ich mir immer, boah, stehen aber nicht mehr viele Bäume, weil keine Blätter an die Bäume dort sind. Und dann komme ich da im Frühjahr oder im Frühsommer rüber und dann ist das oben komplett zu. Es kommt fast kein Licht am Boden. Also das sind alles große Buchen und kleine Buchen, Naturverjüngung. Es ist echt gigantisch, wie schattig das dann da herin ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass da kalt ist, aber da ist jetzt so eine richtig angenehme Temperatur, da wenn du in der Sonne draußen bist, da stehst du keine 5 Minuten, dann fängst du schon schwitzen an beim Rumstehen. Und darin lassen sie echt gut aushalten. Also ich bin da so gern. Es ist gigantisch. Ein Wald ist einfach was Schönes. Ja. Da wenn man sich umschaut, das ist ein komplett grünes Blätterdach. Ein paar Sonnenstrahlen kommen da rein, aber ansonsten ist da das pure Paradies. Jetzt, wo meine Pflege- und Kontrollarbeiten da herum so weit abgeschlossen sind, kann man eigentlich nur schnell in das andere Waldstück hinüberschauen. Da habe ich ja so viel Tannennaturverjüngung und die habe ich ja mit dem Verbissschutzmittel mit Trico geschützt. Da habe ich keinen Zaun rum gemacht und keine Klammern hingemacht, sondern bloß mit dem weißen Mittel eingespritzt. Und da würde es mich jetzt auch interessieren, wie sie das macht. Also springen wir doch da schnell hinüber. Und schon haben wir da. Jetzt da in dem Waldstückel möchte ich mich, wie gesagt, um die Tannennaturverjüngung kümmern. Da habe ich wieder meine Spritzflaschen dabei. Die ist gefüllt mit Trico. Trico ist ein Verbissschutzmittel. Das basiert auf Lanolinfett. Das ist das, was die Schafe in ihrer Wolle drin haben. Ich verlinke das Verbissschutzmittel einmal. Ich schaue mir jetzt erst einmal an, ob es Käufer hat, weil im Frühjahr habe ich das Prozedere ja schon mal gemacht und die ganzen kleinen Tannen angespritzt. Jetzt dürften sie eigentlich nicht verbissen sein. Und wenn der Zuwachs ist, dann spritze ich den neuen Zuwachs wieder an, sodass die Rehe im Sommer nicht so viel Süßigkeiten essen. Zuwachs ist auf jeden Fall da, das sieht man. Die drei da, der da oben, die sind alles frische Trieb. Da oben haben wir einen Terminaltrieb, der ist ganz wichtig, damit die Tanne geradschaftig wachsen kann. Die ist ja noch nie verbissen worden, obwohl ich es im Frühjahr gar nicht angespritzt habe. Daneben steht eine kleine einjährige Tanne, die lassen wir natürlich auch stehen. Das hole ich jetzt nach, dass ich die schütze und somit dürfte es nicht mehr verbissen werden. Da daneben steht auch gleich eine. Die schützt man natürlich auch. Da ist eine, da ist eine. Daneben gleich nochmal eine. Da steht wieder eine kleine Eiche. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo die Tannen sind, wo ich im Frühjahr angespritzt habe. Das sieht man da, die ist zwar schon mal verbissen worden, weil die da zwieselt, aber die hat auch einen wunderschönen Zuwachs gekriegt. Die sind fast, ja, ich würde mal sagen, 8 cm, wo es die Höhenwachstum gekriegt hat. Und da die Seitentrieb.
Da unten sieht man das Trikot vom Frühjahr. Es ist noch vorhanden, aber es ist relativ schwach. Es hat auch im Frühjahr relativ viel geregnet. Die spritzen wir jetzt wieder an. Da unten ist eine, die habe ich auch schon angespritzt gehabt. Das ist auch schon eine, die wo verbissen worden ist. Aber deswegen haben die Bäume nicht schlechter. Die kleinen Tannen, die jetzt schon verbissen sind und das Zwieseln anfangen, das sind natürlich keine Z-Bäume, die man in Zukunft dann einmal als Schnitt- oder Wertholz nutzen kann. Als Brennholz tauen sie alle mal und wachsen darf es auch. Ich werde es jetzt trotzdem schützen, weil die dann irgendwann einmal so einen richtig schönen Tannenteppich machen und da Schatten auf den Boden bringen. Und das ist ja genau das, was die Tanne mag. Und darum spritze ich auch solche Bäume an, die wo schon mehrfach verbissen worden sind. Und daneben die schönen Bäume, die spritze ich natürlich auch. Das sind jetzt alles welche, die wo ich im Frühjahr schon angespritzt habe. Das muss man so ungefähr, ja, alle 3 bis 4 Monate wiederholen. Es kommt aber auch immer auf den Niederschlag drauf an, weil das ist das, was das Trikot runterwascht, wenn es regnet. Jetzt momentan, ich glaube, dass es jetzt schon bestimmt 8 oder 9 Wochen lang nicht mehr geregnet hat, da braucht man sich natürlich keine Sorgen machen. Aber im Herbst dann wieder, wenn es die nasse Zeit wieder losgeht und wieder mehr regnet, da muss man natürlich dann schon mal rausgehen und einmal schauen. Aber die Rehe verbeißen die Bäume eigentlich hauptsächlich im Frühjahr, weil da die Knospen aufgingen und da haben die recht schmackhaft und saftig und die frischen Trieb. Wenn die mal verholzt sind und dunkelgrün werden, dann mögen sie es eigentlich nicht mehr so, aber sicher ist sicher. Ich bin das Gebiet jetzt um mich herum abgegangen und habe alle Einjährigen und auch die Mehrjährigen, die ich im Frühjahr schon angespritzt habe, nochmal nachgespritzt. Das ist ja der Bereich, wo da die große Muttertanne steht. Da ist da einmal ein Zaun rumgebaut gewesen. Den muss ich definitiv abbauen, weil der hat oben schon nachgegeben. Es ist da in dem Bereich oder überhaupt so in dem ganzen Hang sehr schwierig, einen Zaun zu bauen, weil da viel Steine im Boden sind und nicht recht viel Humus und recht viel Erden da ist. Darum tut man sich da echt schwer, einen Pflock im Boden einzubringen. Darum mache ich das auch mit diesem Trikot und diesen Verbissschutzmitteln und dem Einzelschutz, weil ich das echt lästig finde, da in der Hanglage einen Zaun zu bauen. Vor allem ist er wirklich sehr steil. Das sieht man jetzt da wahrscheinlich gar nicht. Also so halte ich die Kamera gerade. Jetzt sieht man, wie es da aufgeht. Die obere Seite vom Zaun ist immer recht schwierig, weil die Rehe natürlich von oben drüber springen können und unten wieder rausspringen können. Somit bringt der Zaun relativ wenig. Wenn das Reh rein will, dann kommt es da auch rein. Denn wenn man jetzt sagt, dass so ein Zaun hat 1,60 Meter und nach 1 Meter Entfernung hat der Zaun bloß noch 60 cm, ist natürlich eine Leichtigkeit, dass das Reh da drüber hupft. Ich werde mich jetzt einmal hangabwärts bewegen, weil da unten habe ich nämlich auch ein paar große Tannen stehen und die Naturverjüngung da rundherum möchte ich auch nachspritzen. Und danach möchte ich mich um meine Buchen kümmern, also meine kleinen Buchen, weil die werden auch recht gern verbissen. Und es ist immer wieder schön, wenn man im Wald herassen ist. Jedes Mal findet man einen neuen Schatz. Das, glaube ich, ist eine kleine Feder von einem jungen Eichelhäher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ihr könnt es mir einmal schreiben, von was für einem Vogel die Feder ist. Ich glaube, dass die von einem jungen Eichelhäher ist. Macht sich doch gut als Bartschmuck. Natürlich gibt es nicht nur Erfolge. Das zum Beispiel war mit Sicherheit einmal eine schöne Tanne geworden. Die habe ich im Frühjahr angespritzt, aber trotzdem haben sie da oben den Terminaltrieb runtergefressen. Ja, es gibt halt auch Rehe, die zartbitter wollen. Da für mich gibt es was zum Essen. Kleine Erdbeeren sind schon zeitig. Jetzt möchte ich mich noch um eine kleine Buchennaturverjüngung kümmern. Ich werde mich da jetzt hauptsächlich auf die kleinen konzentrieren, die wo so vereinzelt rumstehen. Bei den kleinen Buchen ist es schwierig, mit dem Trikot zu arbeiten, weil man, wenn man die Bladel voll spritzt, ja, jeder weiß, ein Laubbaum schmeißt seine Bladel irgendwann ab und dann ist das Trikot auch weg. Da hat mich jetzt der Martin unterstützt. Der Martin ist nämlich Schaffer oder Schäfer. Der hat mir ungewaschene, und das ist ganz wichtig, ungewaschene Schafwolle zukommen lassen. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Der hat mir so einen ganzen Sack zugeschickt. Also das, glaube ich, das langt mir die nächsten 50 Jahre. Danke Martin an der Stelle für die Unterstützung. Manche sagen, Schafwolle stinkt. Ich finde sogar, dass die angenehm gut riecht. Das Trikot basiert auf diesem Fett, was die Schaf in ihrer Wolle drin hat. Und das merkt man auch, wenn man die Wolle anlangt. Da hat man gleich ein wenig speckige und fettige Finger. Da ist das Lanolin nämlich drin. Und das macht man sich zunutze bei den Buchen. Da nimmt man ein Stück Schafwolle, macht ein bisschen so eine Wurst draus und dann kann man die nämlich da an die Buchen
Triebe hinbinden. Das hält jetzt auch keine Ewigkeit. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich habe meine Buchen noch nie mit Schafwolle geschützt. Das ist jetzt für mich eher ein Versuch. Ich werde jetzt einmal schauen, wie lange das herhält, ob es überhaupt was bringt. Ich werde euch drüber auf dem Laufenden halten, ob es was bringt und wie lange das hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig hält. Ich habe mich mit ein paar Leuten schon unterhalten, die das schon länger so machen. Die haben es teilweise wieder aufgegeben, weil sie sagen, ja, da bist du eigentlich ständig beschäftigt, diese Wolle wieder neu aufzuwickeln. Ich werde jetzt trotzdem einmal schauen, ob es was bringt. Wenn es nichts bringt, schon tut es den Baum auf keinen Fall. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Reh nicht unbedingt gern Wolle mitfrisst. Und so bewaffnet werde ich mir jetzt wieder an den Aufstieg machen. Wenn ich eine kleine Buche finde, dann wickel ich das ein. Und wenn ich eine kleine Tanne finde, dann spritze ich es an. Und wenn ich oben bin, dann melde ich mich wieder. Wieder am Gipfel von dem Berg angekommen, hocke wie immer auf meinem obligatorischen Platzerl und genieße die Ruhe und die Aussicht noch ein bisschen. Ich hoffe, euch hat der Wurstsalat ein wenig gefallen, denn wir sind jetzt am Ende. Nächste Woche geht es dann mit Sicherheit mit der Badsanierung weiter, denn meine Leute brauchen wieder ein funktionierendes Bad und darum muss ich da jetzt dranbleiben. Und dann bleibt mir wie immer zum Schluss bloß noch eins zum sagen. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Bad sanieren im Bäder. Und jetzt dürft ihr mit mir die Aussicht ein wenig genießen, aber pst, gell?